Moin zusammen und willkommen zur Outward Definitive Edition. Ich bin fertig für eine Reise. Eine lange Reise. Denn wir haben auf der Halbinsel, letzte Folge, die letzte Höhle, die noch nicht erkundet war, erkundet bzw. abgeschlossen. Dort haben wir auch dieses schöne Buch hierher, Lexikon des Lichtwärters. Und den Taschenkammer entnehmen, dass ich schon eine ganze Menge da drin habe, denn Ziel ist eine Stadt in den Heiligen Sümpfen, nicht die Heiligen Sümpfe erstmal selbst, sondern die Stadt. Und dafür haben wir insgesamt 3.300 Silber gesammelt. Warum so viel Geld? Skills! Wir brauchen Skills. Und ja, der Großteil wird jetzt darin bestehen, dass wir dorthin laufen werden. Auf der Halbinsel wird wahrscheinlich nicht mehr so viel los sein. Wahrscheinlich eigentlich nichts. Aber in den Heiligen Sümpfen können wir natürlich noch auf einige Gegner stoßen. Eingepackt sind, weil es jetzt gerade jemand nicht so schnell mitbekommen hat, eine Menge Gegengift. 4. Normalerweise nehmen wir immer nur 1 mit, denn ich meine, in den Heiligen Sümpfen, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Wasser vergiftet? Oder so Teile vergiftet? Da kann man auf jeden Fall schnell vergiftet werden. Dann, 5 und 5 Astral- und Heiltränke, wobei ich glaube, ich habe sogar 6 Astraltränke mitgenommen. Dicke Astraltränke, dicke Heiltränke, 5 Stolperdrahtfallen, 10 Feuersteine und mehr und mehr und mehr und mehr. Ganz viele Edelsteine hat man nicht gesehen. Ja. Warum das Ganze? Wer sich noch an Berg erinnern kann, das liegt jetzt schon ein paar Folgen zurück. Da waren die Gegner meistens irgendwie ein bisschen stärker. Da hatten wir auch so einen Riesen, den wir geklatscht haben. Der hat ziemlich viel HP. Und kein Gegner wie hier auf der Halbinsel hatte vergleichsweise so viel Leben. Und wahrscheinlich hat er auch viel mehr Schaden gemacht. Und da gab es so ein richtig fettes Viech, was wir gar nicht killen konnten. Weil 25 Fallen da eben so viel HP abgezogen haben. Ja. Wir reisen übrigens bei Nacht. Also bei Nacht im Sinne von, es ist jetzt gleich Nacht. Denn ich meine, dass die Reise zu den Heiligen Sümpfen immer so ein paar Stunden dauert und wir vielleicht Glück haben, dass dann gleich Tag ist. Genau weiß ich es aber nicht. Ich probiere es im Endeffekt aus. Ich könnte mal einen Schluck aus dem Wasserschlauch nehmen. So, hier nochmal kurz zur Übersicht. Ne? Kann man sich einen kleinen Überblick verschaffen. Stromspulen auch mitgenommen. Hier, wenn es zum Kampf geht, damit wir die beiden passenden Magier-Sachen haben und die Tasche so angepasst, dass wenn Robe und Kopf getauscht werden, kein Taschenübergewicht ist. Genau. So, dann können wir mal. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter. Denn der Weg ist weit genug. Wir haben gerade mal die Hälfte hinter uns und es hat schon 3 Minuten nicht gedauert. Wir waren ja noch ein bisschen sehr so unterwegs, aber zwischendurch, also jetzt gerade eben mal ein bisschen getrödelt und stehen geblieben. Zur Überblick der Halbinsel kann ich mal eben die Karte aufmachen. Können wir dieses Rote hier tauschen und in ein Grünes verwandeln. So, wenn ich hier irgendwo was vergessen habe, und das hier so oder so, gerne Bescheid sagen. Aber ich würde sagen, wir haben eigentlich alles hier erkundet oder uns angeguckt. Es gibt, glaube ich, nichts Verstecktes mehr. Es gibt noch ein paar Bereiche, die wir nicht benutzen konnten. Dieser komische Aufbau dort auf dem Hügel rechts. Wenn wir lernen, den zu benutzen, können wir bestimmt damit was anfangen, sagte er ja. Oder irgendwas mit herstellen. Ja, sowas in der Art. Tun wir aber nicht. Also wir wissen noch nicht, wie es funktioniert. Also lassen wir ihn erstmal stehen. Ach ja, Verderbnis ist aktuell auf knapp unter 50. Mein 49. Aber ich habe beide verderbnissenkenden Tränke mitgenommen. Denn, ich wollte es noch nicht sofort benutzen und ich weiß auch nicht, ob es jetzt in den Heiligen Sümpfen dann auch Verderbnis passiv gibt oder ob man da irgendwie auch wieder Abschnitte hat, wo das ein bisschen schlimmer oder nicht so schlimm ist. Doch, ich wollte jetzt nicht einfach sagen, ich hau mir sofort von vorne rein die Tränke rein und bin dann wieder auf Null, sondern wollte sie erst nutzen, wenn es auch wirklich nötig wird. Ich hoffe ja, dass uns dort jemand ein Rezept oder so verkauft, dass wir uns die Tränke selber herstellen können. Oder einen Skill lernen. Es gibt einen Skill, meine ich. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Doch, doch, es gibt einen Skill, der ab 50 Verderbnis genutzt werden kann, meine ich. Und die Verderbnis um 20 oder so runtersetzt. Aber kann man erst ab 50 Verderbnis nutzen. So war, glaube ich, die Einschränkung für den Skill.
Wenn ich mich richtig erinnere, können wir jetzt hier links und rechts lang. Aber lassen wir ihn erstmal ein bisschen zur Luft kommen. Ich würde sagen, wir gehen hier rechts lang. Oh, kann man schon mal Licht anmachen, Schwert rausholen und Verteidigungswaffen werfen. Denn in dem Bereich hinter der Kreuzung da vorne links waren wir noch gar nicht. Gut möglich, dass dort vielleicht noch ein oder zwei Gegner sind. Aber das wird sich jetzt gleich zeigen. Was ist das eigentlich für ein komischer Buff da mit der Axt? Himmlische Blitz durchdringen. Grunkling fügt Waffe fügt Gegner einigen Blitzschaden zu und gibt Licht ab. Achso. Ja, das mit dem Licht, das sehen wir. Leuchtet verflucht hell das Teil. Oh, Laserschwert. Aber das mit dem Blitzschaden. Hatte ich jetzt noch nicht gewusst. So. Irgendjemand hier in der Nähe? Ach toll, jetzt regnet's. Klasse. Niemand da? Ich hätte jetzt locker gesagt, hier ist noch irgendwo ein Bandit oder so. Na, da unten, da leuchtet was grün, aber ich würde sagen, das ist nur eine Leiche von irgendeinem Verderbnisbiest oder sowas. Wo kommst du denn her? Oh, zwei. Ei, 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 ei. Ah. Jetzt ist Feierabend hier. So, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Die ganzen schweren Sachen lassen wir jetzt liegen, wie das Eisenschwert und Machete. Brot nehmen wir noch mit, aber den Rest, der ist wirklich nee, den brauchen wir wirklich gar nicht. So, bevor ich jetzt hier im Dunkeln nichts mehr sehe, würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Damit sind wir hier angekommen. Zack und zack. Und können jetzt zu den heiligen Sümpfen. 3 Reiseproviant. Ja, damit. Wir gehen von Cierzo bis nach Monsun. Ganz schön weit. Das sieht doch richtig. Das sieht nach einem richtig weiten Weg aus. Wir haben 22 Uhr und die Temperatur ist frisch. Das erste, was wir, denke ich, machen sollten, ist rasten, damit wir den Bonus vom luxuriösen Zelt kriegen. Schauen wir mal. So passt. Ja, so 8 Hinterhalt sollte hinhauen. Da dürfte ja jetzt nichts passieren. So, wirf einen Blick auf die Karte, denn die Außenbereiche sind riesig. Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind mit Symbolen. Glücklicherweise verläuft der Rest ohne Zwischenfälle und du fühlst dich für den neuen Tag gut vorbereitet. So, hungrig und durstig. Das trifft sich gut. Können wir direkt was spachteln. Das da. Und das da. Sieht gut aus. Okay. Ich hatte jetzt mehr gehofft, dass mehr Mana zurückkommt, wenn ich hier diesen komischen Tee trinke. Trinken wir ein paar mehr Tees. So. Vorne ist ein Toter, oder? Ne, es ist nur so eine komische Bestie. Ist das Tier da feindselig, oder? Also wir sind von hier gekommen. Dann haben wir den Pilgerweg, wenn wir dem folgen. Was ist das? Dunkler Zirkurat? Nein. Wenn wir dem Pilgerweg folgen, kommen wir zur Stadt Monsun. Das heißt, dem folgen wir jetzt.
Ui. Ich würde mal sagen, das ist lohnenswert für... Genau. Unseren Thumbnail. Und jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir wollen den Pilgerweg laufen. Erkunden werden wir dieses Gebiet. Aber erstmal müssen wir zur Stadt. Erstmal müssen wir zur Stadt. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Dafür müssen wir nur diesen Dingern hier folgen. Was steht da auf dem Schild? Nordosten, Stadt Monsit, Südosten, Jadesteinbruch. Nordosten müssen wir. Ich habe ein bisschen Respekt vor den dicken Dingern da. Muss der jetzt die ganze Zeit auf meine Straße hier, auf meine Straße in meine Richtung hier laufen? Bin ich nicht nett. Ich würde mal sagen, wir gehen einen Bogen um ihn herum. Ist das dein Ernst? Nein. Lass mich in Ruhe. Ist das der Klüngel der Winde? Ja, und ich meine... So, achtet mal links unten auf die Buffleiste. Okay, doch nicht. Dann war das doch nicht hier mit dem. Ist einfach nur abgestandenes Wasser. Hätte schwören können, dass das giftig ist. Das hier verläuft doch alles ganz gut. Was ist das hier? Marshmelone? Das waren drei. Nicht eine. Frechheit. Was ist für ein pinkes Ding da hinten? Moment. Ist das ein Lebkrauti? Jo. Hier wächst also Lebkrauti. Mensch, hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wo das wohl herkommt. Und ihr seid? Glühwürmchen. Könnt ihr die Musik wieder anmachen? Das ist so trist, wenn die nicht läuft. Das ist doof. Oh, falsche Taste. Ich will mal kurz da vorne. Oh. Nee, doch nicht. Da sind so komische Viecher. Nee, da sind Fische. Oh. Ich habe die Waffe ziehen gehört. Ah! Oh, macht der Schaden. Was bist du? Sumpfbogenschützen? Kapitän. Brot der Wildnis? Der Rico-W-Bogen ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Den nehmen wir mit. Wir wollen ja auch zu einer Stadt gehen. So, Fisch sammeln. Kriegt man hier. Doch, gibt da! Ich wusste es. Sumpfgift. Aber so viel Schaden macht's nicht. Das ist okay, das ist aushaltbar. Das ist aushaltbar. Und wir haben ja auch noch unseren... Aber der Magiker-Buff vom Meeresfrikassee ist ausgelaufen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch den Buff vom Meeresfrikassee. Aber der läuft gar nicht gerade die ganze Zeit. Nicht hier richtig? Uralte Ruine. Ich muss durch die Ruine durch. Ha. Seht, die Musik nicht läuft, ist ganz schön spooky. Und da oben sind zwei Gegner. Okay. Brauchen wir ein bisschen Mana. Ist es ein Bogenschütze? Nein, der eine hat einen Hammer und der andere hat ein Schild. Dann sollte das hier ohne Probleme machbar sein. Oder kann ich vor den... Nein, die hören mich. Hallo.
Junge! So nicht. Eisenachs brauche ich nicht. Sumpfbandit. Oh, 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 stopp. Nägel, Nägel. Nägel können wir für Fallen gebrauchen. Und hier der passende hat eine Stolperdrahtfalle. Wunderschön. Also die Sumpfbanditen halten ein bisschen mehr aus als die normalen Banditen. Kommt ihr denn schon wieder her? Kein Magiker. Komm. Oi, oi, oi. Komm schon. Komm schon. Da. Jetzt aber gut hier. Wie Sand am Meer sind sie hier aufgetaucht. Kann nicht von hier aus geöffnet werden. Da wird man irgendwo mal reinkommen. Da müssen wir die Ruinen für erkunden. Oh. Und jetzt? Nee. Kann ich noch mehr Lichter einsammeln? Nein, kann ich nicht. Okay. Bleiben die jetzt die ganze Zeit bei mir? Also bisher sind sie noch nicht weggegangen, ne? Bei Nacht ist das bestimmt sehr praktisch. Wenn man da die ganze Zeit diese Würmchen hier oder fliegende Glühwürmchen sind es wahrscheinlich, ne? Oder Mana-Lichter vielleicht? Ist ein Schild. Ich dachte, das rote Schild da hinten jetzt wäre ein kurzer Mob, weil es auf einmal aufgetaucht ist. So. Stadt Monsun im Norden, Osten, Enmerkar-Wald. Wir wollen in den Norden. Endlich ist die Musik wieder da. Kann ich auch mir das Ding da unten mal angucken. So. Oh. Glühwürmchenpulver? Ah. Wenn man das da reinpackt, dann kriegt man Blühwürmchenpulver. Irgendwo was hier, hat hier gerade was gegluckst. Man muss die Augen offen halten. Nicht, dass man auf einmal in den Hinterhalt gerät. Vorhin waren ja auch, auf einmal auch vier Banditen da. Herrgott. Na! Schön herkommen hier. Ich hätte aber für die Banditen, dann wäre das mit dem Mana nicht so knapp gewesen, einfach mal meine Robe auch anziehen können. Wozu habe ich die denn? Dann mache ich ja auch mehr Schaden. Das muss ich mir echt noch angewöhnen. Nein! Schönen guten Tag, die Herren. Sie wollen Wegzoll? Kein Problem, ich gebe Ihnen Wegzoll. Hier haben Sie eine Falle. Nein, 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 nein. Und noch eine Falle. Macht er jetzt den? Nicht ganz. Ha! Dein Kollege ist Fritt. Oh, das ist ein Magier. Meinst du, ich... bin noch nicht von vorgestern. Ah, das tut weh. Die haben immer so ein komisches... Also die Eishexen machen sehr komisches Geräusch, wenn sie geschlagen... blauer breiter Hut. Sehr komisches Geräusch, wenn sie geschlagen werden. Das Blödeste, was jetzt passiert ist, ich glaube, ich habe keinen Fluchreiniger mit.
Ne, habe ich nicht mitgenommen. Da müssen wir jetzt mit Verlangsamung weiterlaufen. Die Sumpfbanditen sind aber auch wirklich, wirklich hartnäckig. Muss man ja sagen. Ich gehe mal davon aus, hier links, ne? Ja, wird sicher richtig sein. Das ist ja schon. Och, was ist denn hier los? Hallo? So. Meine Fresse. Wie die Ameisen aus sämtlichen Löchern tauchen sie plötzlich aus. Auf. Gut, weiter geht's. Aber noch ein paar Buffs? Nee. Ich lasse mal jetzt die Robe an. Denn hier scheint es ja doch an jeder Ecke mal immer wieder was aufzutauchen. Und ich sollte, wo haben wir's? Den schon mal trinken und einen Verband anlegen. Davon haben wir so viele. Dann können wir zumindest davon ausgehen, dass wenn wir jetzt da vorne. Guck, da vorne schon wieder ein Dino. Die tauchen aus dem Nix auf. Aber diesmal, mein Freund, sind wir ein bisschen vorbereitet. Nein! So. Das kannst du jetzt nicht tun. Ach ja, weil ich kein Dingens hab. Kein Licht. Ja, komm doch her! Na, na! Oh! Ah! Tschüss! Was ist ja schnell! Ach so, ich dachte, er braucht noch ein bisschen mehr. Den Namen von den Viechern gucken, wenn wir den Dino wegprügeln. Also. Deine letzte Stunde hat geschlagen, Ben. Jetzt gibt's ein paar aufs Maul. So, wie heißt das Ding? Ein Pyntosaurier. Und der hat so ein Horn. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich würde sagen, es ist etwa auf dem gleichen Level wie Schuppenleder. Oder ein Manticore. Ich Manticore. Wie heißt das Ding noch? Von den. Oh.
Ich habe vergessen, wie es heißt. Das Getier. Wie heißt es denn noch? Ich weiß es nicht mehr, sorry. Ja, gut. 25. Alter, schaffen wir es denn? Doch, wir müssen es jetzt gleich zum Dingens schaffen, zum Dorfmonsun. Wir sind doch schon locker hier. Da ist der Wachturm, ja klar, da vorne links muss er sein. Monsun, wir kommen! Joggen schaffe ich heute leider dadurch nicht mehr. Da ist immer ein Tag ausgelassen. Ah ja, Marshmallow, ja, die Marshmallow lassen wir schön nicht liegen, ne? Arschmelonen hier. Marshmallow, Entschuldigung. So, müssen wir hier ein Boot nehmen oder so? Hä? Ist da Monsun? Nee, oder? Nee, man muss den Weg noch ein Stück... Oh. Entschuldigung. Ich weiß zwar nicht, was... Ist da eine Gondel? Ja, ja, ja. F, um nach Monsun zu gehen. Ich war doch richtig. Ich dachte jetzt, ich muss da vorne links lang. Aber wir sind richtig. Es geht's. Wenn deine Gesundheit oder Ausdauer nachlässt, zum Beispiel während eines Kampfes, verringert sich deine Maximalgesundheit oder Ausdauer. Schlafe in einem Zelt. Kenne ich schon. Aufzeichnungen wurden aktualisiert. Blick in die Zukunft. Schönen guten Tag, der Herr. Wir suchen jetzt nach Lehrern. Hier sieht's doch aus, als ob man hier rein kann. Das ist... Oder auch einfach nur eine beleuchtete Tür. LED-Streifen wahrscheinlich reingeschmiert oder... geschmiert, reingeklebt und fertig. So. Du bist... Oder du? Alle keinen Namen, auch nichts zu sagen. Sie auch nicht. Uliel! Nein, 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 nein. Nicht zu hastig. Händlerpromenade! Oh, Entschuldigung. Nicht einfach so mit Zaubern um sich werfen. Der Melonenbauer. Kann ich dir helfen? Kaufen. Bitterer Gewürztee. Habe ich den? Ja. Brot der Wildnis. Habe ich noch nicht. Jerky habe ich schon. Marshmallow-Marmelade. Ich würde sagen, sie wird wahrscheinlich genauso hergestellt wie die normale Marmelade. Aber wir machen mal den. So, was haben wir hier? Marshmallow-Stulle. Ja. Mineraltee. Kennen wir schon. Nadeltee. Kennen wir nicht. Agudo Maras. Mares. Ich würde sagen, kennen wir noch nicht. Gurmip-Eintopf. Nee, das kenne ich nicht. Was ist das? Spezialität der heiligen Sümpfe, die im Gegensatz zu den meisten Gerichten sofort Wunden heilt. Verleiht außerdem den Besessenheitssegen. Oh. Oh. Und die Marshmallow-Marmelade konzentriert, verleiht immensen Ausdauerwiderstand. Wow. Was ist hier? Wilder Eintopf? Zorn? Alphafleisch, Kieskäfer, der Schlagfestigkeit verleiht? Okay, ich zahle Geld, das mag ich aber nicht, deswegen gebe ich dir zwei, nee, davon einfach mal so vier. Kriege ich nämlich 325, das kannst du dir aber nicht leisten. Habe ich eine bessere Idee. Du kaufst mir einfach meine Schilde ab, die ich nicht benutze. Und jetzt sind wir bei 800 Silber. Schön. Warum gebe ich dir die Sachen und meine Goldbarren? Soweit ich das weiß, kann man nicht mit Goldbarren bei Trainern bezahlen. Kann mich aber auch irren. Hallo, du hast nichts zu erzählen. Hier geht's wieder zu den Straßen. Ein Schmied. Was kann ich für dich tun? Reparieren, stell dir mir etwas her. Willst du was kaufen? Palladiumbruchstücke. Rüstungsteile schmieden, okay. Was kann ich für dich Laden. Okay, okay, okay. Waffen sind irrelevant, irrelevant. Oder was ist das hier? Palladium Großhammer. Der macht ja gar nicht so viel Schaden. Was ist hier?
Eine Silberrüstung. Hört sich cool. Hat Barriere. Leider ist es eine schwere Rüstung, soweit ich das sehe. Schade drum. Goldlichtschwert. Oh, die werde ich auch alle benötigen. Diese Sachen hier. Kaufe ich jetzt aber noch nicht. Denn wir wissen nicht, wie viele oder welche Lehrer es hier gibt. Ladenbesitzerin. Wie kann ich dir helfen? Beruhigender Tee und bitterer Gewürztee haben wir schon. Das haben wir schon. Mal ein besser. Oh. Oh, 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 Roben. Mitra des Weißen Priesters. Schadensboni. Und Widerstände. Was ist denn eine Mitra? Und wo wird die getragen? Ach, beim Kopf. Okay. Da hat man dann einen großen Widerstand anstelle von Schlagfestigkeit. Und einen Schadensbonus auf mehr als nur... Auf Blitz, auf wahrscheinlich Eis und Feuer. Aber keine Mana-Kostenreduktion. Hm. Kann man drüber streiten. Novizenhut. Okay. Novizenrobe. Jetzt vergleichen wir die mal. Die ist definitiv schlechter. Definitiv. Die hat zwar 5 mehr Widerstand gegen Klingen, würde ich sagen, ist das. Aber keinen Schadensbonus, weniger Mana-Kostenreduktion und keine Ablenkzeitverbesserung. Die ist schlechter. Was mit der Haube? Ja, die ist auch nicht besser. Die ist auch schlechter. Aber hier könnte man mal Stiefel kaufen, theoretisch. Die behalten wir mal im Hinterkopf. Hast du Silber? Du hast 1000 Silber. Das ist gut. Dann kaufen wir doch mal den Hut hier ab. Und... Oh, die habe ich alle noch gar nicht gelernt. Nimmst einfach mal bitte 1000... Die hier? Oh, die hier? Dann haben wir 1800. Dann reicht erstmal das Silber, was wir uns besorgt haben. Ach, guck mal, alle auch tatsächlich noch nicht gelernt. Das reicht das Silber erstmal, denke ich, was wir besorgt haben und müssen jetzt gucken, wo die Lehrer sind. Geht's hier wieder zu den Straßen. Perfekt. Ach so, das. Was ist das hier? Kann ich mit dir? Nein, mit dir kann ich nicht reden. Mit dir auch nicht. Bist du ein Lehrer? Elinara. Was brauchst du? Willkommen in der Stadt Monsun, Heimat von Elad, dem Gott der Disziplin. Wenn du Sorgen oder Probleme hast oder ein Monster der Plage siehst, lass es uns bitte wissen und wir kümmern uns darum. Ich denke, ich könnte jetzt noch die nächsten 10 Minuten die Stadt absuchen und vielleicht in der Zeit einen Lehrer finden. Ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Dann haben wir ein bisschen Monsun erkunden. Und die Musik ist ja auch ganz entspannt, ne? Gut, Ziel geschafft. Wir sind, haben Monsun erreicht. Leider nicht mehr einen Lehrer gefunden, aber das kommt schon noch. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend und ich guck mal, vielleicht kriege ich Freitag die nächste Folge online. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.